ein beschissener Tag. Noch ein Bier? Ja, gib her. Mir auch eins. Wo kommt sie denn? Wo ist das überhaupt kommt? Nach Göln. Unser Kaff. Eigentlich sind wir doch ruiniert. Dabei waren wir eine Kulturhauptstadt. Eine der ersten im Lande. In Europa. Goethe hat hier übernachtet, im Gasthof, zum Goldenen Apostel. Brahms, ein Quartett komponiert. Und jetzt leben wir von der Arbeitslosenunterstützung. Von der Suppenanstalt. Leben. 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 Regieren. Krepieren. Das ganze Städtchen. Höchste Zeit, dass die Milliardärin kommen. In Kalberstadt soll sie ein Spital gestiftet haben. In Kaffigen die Kinderkrippe und in der Hauptstadt eine Gedächtniskirche. Von Zimt ließ sie sich porträtieren. Die mit ihrem Geld. Der Pfändungsbeamte. Peter Stadthaus pfänden. Politisch sind wir auch ruiniert. Und wirtschaftlich. Guten Morgen, Herr Bürgermeister. Guten Morgen, Pfändungsbeamter Glutz. Was wollen Sie denn hier? Ich stehe vor einer riesigen Aufgabe. Pfänden Sie mal eine ganze Stadt. Unsere Kassen sind leer. Kein Mensch bezahlt Steuern. Das muss untersucht werden. Ich finde mal etwas. Aber Augen wie ein Adler. Spähe mal bei der Stadtkasse nach. Nun ja, besser erplündert uns jetzt als nach dem Besuch der Milliardärin. Aber meine Herren, die Milliardärin ist unsere einzige Hoffnung. Außer Gott. Außer Gott. Aber der zahlt nicht. Der hat uns vergessen. Das geht natürlich nicht, Herr Bürgermeister. Die Inschrift ist zu intim. Willkommen, Frau Claire Saranassian, muss es heißen. Ist aber Clary. Clary Wäscher, hier aufgewachsen. Ihr Vater war Baumeister. So schreibe ich einfach, willkommen, Claire Saranassian. Und wenn die Milliardärin dann geriert ist, können wir auch immer noch die Vorderseite zudrehen. Ja, das ist gut. Sie waren mit ihr befreundet, ey. Wir waren die besten Freunde. Jung und hitzig. War schließlich ein Kerl und sie die Clara. Ich sehe sie immer noch vor mir im Dunkeln in der Peterschen Scheune mit nackten Füßen im Konradsweiler Wald. Eine verteufelt schöne Hexe. Das Leben trennt uns. Nur das Leben, wie es eben kommt. Für meine Rede morgen beim Essen bräuchte ich einige Details über die Dame. Womit können Sie dienen? Ich forsche im Schularchiv. Leider herzlich schlecht. Auch das Betragen. Nur in Biologie war sie genügend. Gut. Genügend in der Pflanzen- und Tierkunde. Das ist gut. Was noch? Clara liebte die Gerechtigkeit. Einmal wurde ein Vagabund abgeführt. Sie bewarf den Polizisten mit Stein. Gerechtigkeitsliebe nicht schlecht. Aber die Geschichte mit dem Polizisten unterschlagen wir besser. Ich für meinen Teil werde vorbereitet. Der Rest liegt bei Ihnen, Elf. Wir einigten uns darauf, Sie zu meinem Nachfolger zu küren. Aber Herr Bürgermeister. Wenn nur alles in Ordnung kommt, zur rechten Zeit. Willkommen zu uns, Clara. Danke, Alfred. Schön, dass du gekommen bist. Das habe ich mir immer vorgestellt, mein Leben lang. Hast du auch an mich gedacht? Natürlich, immer, das weißt du doch, Clara. Nenn mich, wie du mich immer genannt hast. Mein Wildkätzchen. Wie noch? Mein Zauberhexchen. Ich nannte dich mein schwarzer Panther. Der bin ich noch immer. Ach Quatsch, du bist fett geworden. Madame! Madame! Warte auf meine Erklärung! Dienstlich! Im Namen des Ordnungsamtes! Sie sind mir ein Schafskopf. Ich will Ihnen mal das Städtchen besuchen. Madame, wenn Sie das Städtchen besuchen wollen, dann fahren Sie am Steintor links in die 20er-Zone. 20? Ja, auf den dafür gekennzeichneten Flächen. Sie wollen mir zumuten, eine halbe Stunde hier durch die Gegend zu fahren? Ja. Das wollen wir. Das wird Sie teuer zu stehen kommen. Das wird es. Gib ihm 1000, Bobby. 1000? Und 3000 für die Stiftung der Ordnungsbeamten. Es gibt keine solche Stiftung, Madame. Dann gründen Sie eben eine. Gnädige Frau, sind Sie Frau Claire Saranassian? Oh, pardon, das ist natürlich etwas anderes. Wünschen gnädige Frau, dass wir Ihr Motorrad putzen und auch schön besichtigt haben? Das Ordnungsamt wird es mit Freuden billigen. Das Münsterportal soll sehenswert sein, gotisch. Ach, mit gehen dem jüngsten Gericht. Gehen Sie schon. Darf ich dir meinen siebten Gatten vorstellen, Alfred? Besitzt Tabakplantagen, führen eine glückliche Ehe. Aber komm, bitte. Moby, verneig dich. Eigentlich heißt er Pedro, aber ich nenne ihn nur mal Moby. Das passt besser zu Bobby, meinem Kammerdiener. Den hat man ja schließlich fürs Leben. Aber Mausi, die Kasse kommt, sie beträgt uns. Ich bin
gnädige Frau, als Rektor des Güldener Gymnasiums sei es mir erlaubt, Sie mit einem schlichten Volkslied zu empfangen. Dargeboten wird es vom gemischten Chor. Schießen Sie los mit Ihrem schlichten Volkslied. Polizeiwachtmeister, gnädige Frau, steht zu Ihrer Verfügung. Ach, der Polizeiwachtmeister! Drücken Sie hin und wieder ein Auge zu. Das schon, gnädige Frau. Schließen Sie lieber beide. Ganz die Clara, ganz mein Zauberhäxchen. Frau Zachanassia, meine Frau. Unsere Kinder, gnädige Frau, Hermine und Bernhard. Herzlich willkommen, Gül. Herz allerliebst. Es ist eine Ehre, dass Sie unsere Stadt besuchen. Howie! Hey, der Pfarrer! Pflegen Sie, Sterbende zu trösten? Ich gebe mir Mühe. Auch solche, die zu Tode verurteilt wurden? Die Todesstrafe wurde abgeschafft, gnädige Frau. Man wird sie vielleicht wieder einführen? Wie Sie meinen. Dr. Leslie, unser Arzt. Interessant. Fertigen Sie Totenscheine? Totenscheine? Es kommt jemand um. Hey, jawohl. Tod auf Herzinfarkt. Was du doch nur ausgelassen willst, du machst. Gnädige Frau. Wir haben noch eine kleine Show-Einlage für Sie vorbereitet. Sehen Sie hier, unsere Kölner Tongruppe! Sebastian logiert im Goldenen Apostel. Wir sind blind. Na, dann führe ich euch zweimal hin. Danke recht schön. Danke recht schön. Noch keine 20. Doch du hast ja Mathilde Blumhardt geheiratet, die mit ihrem Geschäft. Und ich den alten Zachanassia mit seinen Milliarden. Er fand mich in einem Hamburger Bordell. Meine Haare lockten ihn, den alten goldenen Maikäfer. Clara. Anna Henry Clay, Bobby.
geschätzte Zigarren? Dir zuliebe habe ich Mathilde geheiratet. Ich wollte dein Glück, da musste ich auf das meine verzichten. Wärest du hier geblieben, erging es dir ebenso schlecht wie mir. Ich lebe in einer Hölle. Ich bin die Hölle geworden. Ich lebe mit meiner Familie zusammen, die mir jeden Tag die Armut vorhält. Du wirst uns helfen? Ich lasse das Städtchen meiner Jugend doch nicht im Stich. Mein Wildkätzchen. Seit nunmehr 2 Jahrzehnten korrigiere ich die Geschichts- und Lateinarbeiten der Güllener. Aber was fürchten heißt, weiß ich erst seit 1 Stunde. Darf ich bitten? Mathildchen Blumhardt, erinnere mich, wie du auf der Ladentür hinter Alfred lauertest. Mager bist du geworden und bleich, meine Gute. Deine Titten sind aufgeschrumpft. Alfred, zwingt sie genauso gut wie ich? Gnädige Frau, meine lieben Güllener, es ist Jahre her, dass sie unser Städtchen verlassen haben. Welches vom Kurfürsten hast du dem Noblen gegründet, so freundlich zwischen der Niederung von Pückenried und dem Konradsweiler Wald gebettet liegt? Traurig ist es der Welt seitdem gegangen. Traurig, auch uns. Aber wir haben sie, unsere Kleri, nie vergessen. Ihre Leistungen in der Schule werden noch heute von der Lehrerschaft als Vorbild hingestellt. Sowieso, ja, genau. Und auch ihre Gerechtigkeitsliebe erregte schon damals die Bewunderung weiter Kreise. Gnädige Frau, aus Ihnen ist eine Dame geworden, die die Welt mit ihrer Wohltätigkeit überschüttet. Und aus diesem Anlass möchte ich der Heimgefundenen zurufen, sie lebe hoch, hoch, hoch! Lieber Bürgermeister, liebe Güllner, ich war zwar ein etwas anderes Kind, als ich in der Rede des Bürgermeisters vorkomme. In der Schule wurde ich geprügelt und Kartoffeln habe ich gestohlen, um mit ihr in einem Bett zu liegen, wo es gemütlicher war als im Konradsweiler Wald. Um jedoch meinen Beitrag an eurer Freude zu leisten, will ich gleich erklären, dass ich bereit bin, Güllen 1 Milliarde zu spenden. Ich gebe euch 1 Milliarde und kaufe mir dafür die Gerechtigkeit. Bubi erklärt ihn. Frau Claire Zachanassian, bietet 1 Milliarde, wenn ihr das Unrecht wieder gut macht, das Frau Zachanassian angetan wurde. Herr Ill, darf ich bitten? Was wollen Sie von mir? Ich war vor Jahren Oberrichter in Güllen und hatte eine Vaterschaftsklage zu behandeln. Frau Claire Zachanassian, damals Clara Wäscher, klagte Sie, Herrn Ill, an, der Vater Ihres Kindes zu sein. Sie bestritten damals die Vaterschaft und hatten 2 Zeugen mitgebracht. Führt Kobi und Lobi vor, Tobi und Robi. Nennt eure Namen. Jakob Hühnlein. Ludwig Schwab. Was habt ihr damals unter Eid vor dem Gericht geschworen? Wir hätten mit Clara geschlafen. So habt ihr vor mir geschworen.
vor dem Gericht vor Gott. War dies die Wahrheit? Wir haben falsch geschworen. Wir haben falsch geschworen. Warum Ludwig war und Jakob Hünlein? Ihr habt uns bestochen mit einem Liter Schnaps. Erzählt nun, was ich mit euch getan habe. Sie ließ uns suchen in der ganzen Welt. Und was haben Tobi und Robi mit euch getan? Kastriert und geblendet. Dies ist die Geschichte. Ein Richter, ein Angeklagter, zwei falsche Zeugen. Ist das nicht so, Klägerin? Verjährt eine alte, verrückte Geschichte. Was geschah mit dem Kind, Klägerin? Es lebte ein Jahr. Was geschah mit Ihnen? Ich wurde eine Dirne. Weshalb? Das Urteil des Gerichts machte mich dazu. Ich kann sie mir leisten. 1 Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred Ill tötet. Was? Zauberhexin, das kannst du nicht fordern. Alfred, mein Alfred! Du hast dein Leben gewählt und mich in das meine gezwungen. Du wolltest, dass die Zeit aufgehoben werde. Nun habe ich sie aufgehoben. Und nun will ich Gerechtigkeit. Gerechtigkeit für 1 Milliarde. Frau Zaranassian, noch leben wir in Europa. Noch sind wir keine Heiden. Ich lehne im Namen der Stadt das Angebot ab. Jawohl! Im Namen der Menschlichkeit. Lieber bleiben wir arm, denn blutbefleckt. Genau! Ich warte. Ja, kurz. Eine gute Mutter habt ihr, Kinder. Du musst mich entschuldigen.
willst nicht mit uns essen, Karl? Ich gehe zum Bahnhof. Ein Arbeiter ist krank. Ich suche vielleicht Ersatz. Aber Bahnarbeit ist keine Arbeit für meinen Jungen. Besser als keine. Ich gehe auch, Vater. Ach, du auch? Wohin denn? Aufs Arbeitsamt. Vielleicht gibt es eine freie Stelle. Gute Kinder, brave Kinder. Ach, weißt du, ich muss auch los. Was? Tschüss. Ach. Guten Morgen, Hofer. Zigaretten. Wie jeden Morgen. Echt die? Die grünen. Teurer. Schreib's auf. Weil sie sind und weil wir zusammenhalten müssen. Da spielt jemand Gitarre. Einer der Gangster. Zachanassians Liebesglück. Er wollte es immer hören, jeden Morgen. Er war ein klassischer Mann. Besaß noch Milliarden. Da lohnte sich eine Ehe noch. Er bewand sich in sämtlichen Teufeleien. Die habe ich ihm alle abgeguckt. Guten Morgen, Michael, mein Kesselheld. Guten Morgen, ein Liter Milch für jeden der Damen. Vollmilch, Bio-Michael. Eine Winston. Ich will auch mal die Sorte meines alten Gattens probieren, jetzt, wo er geschieden ist. Der arme Moby mit seiner Jagdleidenschaft. Und Butter, 200 Gramm. Und Weißbrot, 2 Kilo. Wohl geerbt, die Damen, wohl geerbt. Und Schokolade für 2,20. 4,40. Aufschreiben? Auch aufschreiben, ja. Aber die essen wir hier, bei ihm ist es doch immer am schönsten. Schmeckt anständig. Da sitzt sie da oben und schmaucht Zigarre. Verschwendung. Sie sieht was Schämen angesichts der fahrenden Menschheit. Ach, ich war ein alter Sünderhof vor. Wär's dies nicht, oder? Ich meine, es war ein böser Jugendstreich, den ich hier spielte. Doch, weißt du noch, in Goldener Apostel, als die Göhner den Antrag abgelehnt haben, ach, es war die schönste Stunde in meinem Leben. Whisky, Robi, pur. Guten Morgen. Wird heiß werden heute. Hier schon Wetterperiode, dauert an. Viel Kundschaft habe ich heute Morgen, die ganze Zeit niemand und seit einiger Zeit strömt's. Wir stehen zu ihm, zu unserem Ill. Felsenpest. Felsenpest, Felsenpest, Hell. Schnaps. Weck meinen neuen Ehemann. Ich mag's nicht gern, wenn meine Gatten lange schlafen. Du hast neue gelbe Schuhe. Nun. Und auch ihr habt neue gelbe Schuhe. Ich weiß nicht, was du daran findest. Man kann ja schließlich nicht ewig in alten Schuhen rumlaufen. Und wenn ich mich recht erinnere, hattet ihr doch auch neue gelbe Schuhe. Ach, und womit wollt ihr die bezahlen? Ließen es aufschreiben. Aufschreiben? Und womit wollt ihr diese neuen gelben Schuhe dann bezahlen? Hä? Lärm im Städtchen. Kleinstadtleben. Was los zu seinem Laden? Man wird sich um den Fischpreis streiten. Miau! Gott, oh Gott. Mausi, hast du das gehört? Was denn? Der schwarze Panther? Der schwarze Panther? Ein Geschenk des Konsuls von Marrakesch. Ein böses Kätzchen mit funkelnden Augen. Sie zittern. Ich verlange die Verhaftung der Klärtsache Nassian. Merkwürdig. Äußerst merkwürdig. Ich verlange Sie als der zukünftige Bürgermeister. Die Wahl ist noch nicht vorgenommen. Wahl ist noch nicht... Verhaften Sie die Dame! Das heißt, Sie wollen die Dame anzeigen. Ob sie dann verhaftet wird, entscheide immer noch ich. Hat sie was verbrochen? Sie stiftet die Einwohner unserer Stadt auf mich zu töten! Anstiftung zum Mord liegt nur dann vor, wenn der Vorschlag, sie zu ermorden, ernst gemeint ist. Nun kann der Vorschlag nicht ernst gemeint sein, da die gebotene Summe von 1 Milliarde komplett übertrieben ist. Das müssen Sie doch selbst wissen. Für so etwas bietet man vielleicht 1000 oder vielleicht 2000. Sonst wäre sie ja verrückt, kapiert? Aber der Vorschlag bedroht mich, Polizeiwachtmeister, ob die Frau nun verrückt ist oder nicht. Zeigen Sie mir einen wirklichen Versuch, sie zu ermorden, Alfred. Etwa ein Mann, der ein Gewehr auf sie richtet. Und ich komme in die Teile. Meine Kunden kaufen besseres Brot, bessere Zigaretten und bessere Milch. Freuen Sie sich doch, Ihr Geschäft geht ja dann besser.
Freuen, ja, ich freue mich. Und alle tragen diese neuen gelben Schuhe. Was sie nur gegen neue Schuhe haben. Ich trage schließlich auch neue Schuhe. Ach, auch sie? Und trinken dieses Pilsener Bier? Es schmeckt. Vorher haben sie immer dieses hiesige getrunken. War grässlich. Ach so, war grässlich. Und womit wollen sie ihre neuen gelben Schuhe und ihr neues Pilsener Bier bezahlen? Meine Angelegenheiten. Aber mich geht's an, denn mit mir werden sie zahlen. Mein Gott, niemand bedroht sie. Ich habe keine Zeit mehr, über die Hirngeschwänze zu disputieren. Der verschrobene Milliardärin ist ihr Schoßhündchen weggelaufen. Der schwarze Panther. Ich muss ihn jagen. Ja, das ganze Städtchen muss ihn jagen. Aber mich jagte doch mich! Der Panther ist frei! Der Panther ist frei! Er kommt uns besuchen. Mein fünfter Mann, mein schönster Mann. Der Modeschöpfer. Er designte noch jedes meiner Hochzeitskleider. Aber mein fünfter war doch Chirurg. Mein sechster. Das weiß ich gar nicht. Mein vierter ist verarmt. Seine Aktien gehören mir. Verführte ihn im Lichte des Vollmonds in Buckingham Palace. Aber das war doch Lord Ismael. Tatsächlich, Hobi. Da hast du recht. Ich war bei der Polizeibürgermeister. Das wird sie beruhigt haben. Nein, im Munde des Polizeiwachtmeisters wird sein neuer Gold sein. Ich traue nicht mehr. Gucken Sie mal. Unser neues Stadthaus. Ich habe diesen nihilistischen Zug von Ihnen übrigens nicht erwartet. Ich bin hier schließlich in einem Rechtsstaat. Ja, dann verhaften Sie die Dame. Das Vorgehen der Dame ist weiß Gott nicht ganz unverständlich. Schließlich haben Sie zwei Burschen zur Meinheit angeschüttet und eine Dame ins nackte Elend gesendet. Aber dieses nackte Elend bedeutet immer einige Milliarden. Reden wir ehrlich miteinander. Ja, ich bitte darum. Von Mann zu Mann, wie Sie es verlangt haben. Sie besitzen nicht das moralische Recht, die Verhaftung der Dame zu fordern. Und auch als Bürgermeister kommen Sie nicht mehr in Frage. Es tut mir leid, Ihnen das mitteilen zu müssen. Offiziell? Im Namen der Parteien. Ich verstehe, ihr habt mich schon zu Tode verurteilt! Ich will nicht stören. Das Gotteshaus steht jedem offen. Ich fürchte mich. Fürchten wen? Die Menschen. Dass die Menschen sie töten, Ill? Sie jagen mich wie ein wildes Tier. Man soll nicht die Menschen fürchten, sondern Gott. Nicht den Tod des Leibes, den der Seele. Es geht aber um mein Leben. Um ihr ewiges Leben. Es ist die Hölle. Die Hölle liegt in ihnen. Sie sind älter als ich und meinen, die Menschen zu kennen. Doch kennt man nur sich selbst. Weil Sie ein Mädchen um Geld verraten haben, einst vor vielen Jahren, meinen Sie, nun würden die Menschen auch Sie um Geld verraten. Sie schließen von sich selbst auf andere. Der Grund unserer Furcht liegt in unserem Herzen, liegt in unserer Sünde. Sie mit Hofers haben sich eine neue Waschmaschine angeschafft. Kümmern Sie sich doch nicht darum. Auf Kredit! Kümmern Sie sich um die Unsterblichkeit Ihrer Seele. Und Stock hat seinen neuen Fernsehapparat. Beten Sie! Zweite Glocke? Der Ton ist hervorragend, nicht voll und kräftig, positiv, nur positiv. Auch Sie, Pfarrer, auch Sie? Fliehen Sie, Ill! Die Glocke dröhnt in Göln! Die Glocke des Verrats! Fliehen Sie! Führen Sie uns nicht in Versuchung, in der Sie bleiben! Jetzt schon. Schade um das Tierchen. Aber gute Arbeit. Transportiert ihn ab. Auch ihr könnt gehen. Los.
Clara! Alfred, weißt du noch, wie wir beide im Konrad bei der Wald liefen, als der gemischte Chor übte und die Blasmusik? Sag, dass du Komödie spielst! Sag, dass das nicht wahr ist, was du verlangst! Ich bin zu einfach! Wenn ihr jetzt nicht sagt, das ist ein Spaß, ist ein grausamer Spaß! Ich stand auf dem Balkon, damals, als wir uns zum ersten Mal sahen. Es war ein Herbstabend wie dieser. Es war heiß und die Luft war still, nur hin und wieder ein Rascheln in den Bäumen. Und du schautest zu mir hinauf. Ich wusste einfach nicht, wie ich reagieren sollte. Ich wurde ganz verlegen. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Fast böse. Und dennoch waren deine Augen voller Liebe. Bobby, führ mich auf mein Zimmer. Ich hab dir zu diktieren. Ich muss schließlich eine Milliarde transferieren. Kobe, der schwarze Panther ist tot. Lobby, der schwarze Panther ist tot. Oh. Kobe? Ja? 20 Minuten Pause. Lobby? Ja? Erstmal eine Wurst draußen holen. Oh ja. Gott. Wo geht's denn hin mit dem Koffer? Wo geht's denn hin? Zum Bahnhof. Wir begleiten Sie. Das müsste nicht, das nicht der Rede wert. Und Sie verreisen, Will? Ich verreise. Ach, wohin denn? Ich weiß nicht so recht, nach Kalverstadt und dann weiter. So, und dann weiter? Am liebsten nach Australien. Irgendwie werde ich das Geld schon auftreiben. Nach Australien? Nach Australien. Warum denn? Ich meine, schließlich kann man nicht sein Leben lang an einem Ort leben, ja aus der einen. Aber Australien auswandern, das ist doch lächerlich und für Sie viel zu gefährlich. Einer der beiden kleinen Eunuchen ist schließlich auch nach Australien ausgewandert. Hier sind Sie am sichersten. Am sichersten, am sichersten. Ich schrieb dem Regierungsstatthalter nach Kaffing. Und? Keine Antwort. Ihr Misstrauen ist unbegreiflich. Niemand will Sie töten. Niemand, niemand. Die Post schickte den Brief nicht ab. Unmöglich. Der Postbeamte ist Mitglied des Stadtrats. Ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann. Ein Ehrenmann. Man baut. Na und? Immer recht am Guthaben, da werdet ihr. Na und? Sie sehen ja, wie beliebt sie sind. Das ganze Städtchen begleitet sie. Das ganze Städtchen. Das ganze Städtchen. Ich hab euch aber nicht hergebeten. Wir werden uns dann auch von ihnen verabschieden dürfen. Als alte Freunde. Als alte Freunde. Als alte Freunde. Göhlen! Herzlich willkommen. Der Personenzug nach Kalverstadt. Und weiß ich deine Wand? Ihr Zug. Ihr Zug. Nun, ich wünsche eine gute Reise. Und ein schönes weiteres Leben. Es ist soweit, steigen Sie endlich in Gottes Namen den Personenzug nach Kalverstadt. Und viel Glück in Australien. Viel Glück.
Viel Glück! Einsteigen! Was schaut ihr so um mich? Wir scharen uns doch gar nicht um Sie. Macht Platz! Aber wir haben doch Platz gemacht. Einer wird mich zurückhalten. Unsinn. Sie brauchen nur in den Zug zu steigen, um zu sehen, dass das Unsinn ist. Geht weg! Ihre Furcht ist einfach lächerlich. Warum seid ihr so nah bei mir? Der Mann ist dabei geworden! Einer wird mich zurückhalten! Steigen Sie doch ein! Einer wird mich zurückhalten, wenn ich den Zug besteige. Ich weiß es! Es ist höchste Zeit. Besteigen Sie endlich Ihren Zug, guter Mann. Abfahrt! Sehen Sie, da ist er davon gerumpelt. Ich bin halt nur... des Herrn Ill. Oh, ist er gestorben? Gnädige Frau, wir haben schließlich unsere abendländischen Prinzipien. Was wollt ihr denn? Die Güllner haben sich leider Verschiedenes angeschafft. Ziemlich vieles. Verschuldet? Hoffnungslos. Trotz der Prinzipien? Wir sind nur Menschen. Und müssen jetzt unsere Schulden bezahlen. Ihr wisst, was zu tun ist. Frau Zakanassian, reden wir offen miteinander. Versetzen Sie sich in unsere traurige Lage. Unsere Besoldung ist minimal. Eine Berufung als Kalberstädter Obergymnasium lehnte ich schlagweg ab. Der Arzt einen Lehrauftrag der Universität Erlangen. Und das alles, nur weil es eine Hoffnung gibt. Die Hoffnung, dass Güllens alte Größe auferstehe. Dass die Möglichkeit aufs Neue begriffen werde, die unsere Heimaterde in so verschwenderischer Hülle und Fülle birgt. Öl liegt unter der Niederung von Pückenried. Erz unter dem Konradsweiler Wald. Wir brauchen Kredit, Vertrauen, Aufträge. Und unsere Wirtschaft, unsere Kultur blüht. Güllen hat etwas zu bieten. Die Platz an der Sonne, bitte. Bockmann! Die Wagnerwerke. Kaufen Sie die, sanieren Sie die und Güllen floriert. 100 Millionen sind planvoll, Wohlfahrtszins anzulegen. Nicht eine Milliarde zu verschleudern. Ich besitze noch zwei weitere. Wir bitten um kein Almosen. Wir bieten ein Geschäft. Wirklich? Das Geschäft wäre nicht schlecht. Gnädige Frau, ich wusste, dass Sie uns nicht im Stich lassen würden. Nur nicht auszuführen. Ich kann die Platz an der Sonnehütte nicht kaufen. Weil sie mir schon gehört. Ihnen? Die Wagnerwerke? Ließ den Plunder aufkaufen durch meine Agenten, die Betriebe stilllegen. Eure Hoffnung war ein Wahn. Euer Ausharren sinnlos. Eure Aufopferung Dummheit. Euer ganzes Leben nutzlos vertan. Das ist doch ungeheuerlich. Es war Winter einst, als ich das Städtchen verließ. Im Matrosenanzug. Mit roten Zöpfen. Einwohner grinsten mir nach. Frierend saß ich im D-Zug nach Hamburg. Jetzt bin ich da. Frau Zakanassian, Sie sind ein verletztes, liebendes Weib. Sie verlangen absolute Gerechtigkeit. Wie eine Heldin der Antike kommen Sie mir vor. Wie eine Medea. Bringen Sie sich bitte zur reinen Menschlichkeit durch. Die Menschlichkeit, meine Herren, ist für die Börse der Millionäre geschaffen. Wer nicht blechen kann, muss hinhalten, will er mittanzen. Ihr wollt mittanzen. Anständig ist nur, wer zahlt und ich zahle. Güllen für einen Mord, Konjunktur für eine Leiche.
Mit meiner Finanzkraft leistet man sich eine Weltordnung. Die Welt machte mich zu einer Hure. Nun mache ich sie zu einem Bordell. Wer behauptet das? Na, die beiden kleinen blinden Onkelchen der Frau Sahanassian. Was erzählten denn die Onkelchen? Alles verflucht! Frau Claire Sahanassian und der Besitzer dieses Ladens hätten vor mehr als 40 Jahren beinahe geheiratet. Stimmt? Stimmt. Wir können uns die Romanze vorstellen. Sie sind zusammen aufgewachsen, waren vielleicht Nachbarskinder, gingen gemeinsam zur Schule. Sie spazierten im Wald, die ersten Küsse und so weiter. Bis er sie traf, gute Frau. Als das Neue. Das Ungewohnte. Als die Leidenschaft. Genauso ist es, wie Sie es erzählen. Frau Sahanassian begreift, verzichtet auf ihre stille Edelart und sie heiraten. Aus Liebe? Aus Liebe. Aus Liebe. Ihr Mann, Frau Ill, ist er nicht? Ich meine, es wäre schließlich nur menschlich, wenn es ihn hin und wieder reuen würde. Ach, wissen Sie, Geld alleine macht nicht glücklich. Nicht glücklich. Unser Sohn Karl. Ein prächtiger junger Mann. Weiß er Bescheid über die Beziehung? Natürlich weiß er Bescheid. Mein Mann sagt immer, was Gott weiß, das sollen auch unsere Kinder wissen. Was ist hier los? Unsere Tochter Ottilie. Charmant. Güllner, ich hab still mein Steiniger getrunken und zu all dem geschwiegen. Aber jetzt will ich eine Rede halten. Vom Besuch der alten Dame in Güllner. Aufhören, runter vom Fass. Güllner, ich will die Wahrheit verkünden. Auch wenn unsere Armut ewig währen sollte. Herr Lehrer, Sie sind betrunken. Sie sollten sich schämen. Schämen? Du solltest dich schämen, weil du dich anschickst, deinen Gatten zu verraten. Maul halten! Herr Lehrer! Du enttäuschst mich, Töchterchen. Es wäre an dir zu reden. Und nun muss es dein alter Lehrer tun. Mit deiner Stimme. Was ist denn beim leeren Plan los? Die Wahrheit ist, ich erzähle den Menschen die Wahrheit. Verzeihen Sie, der Mann ist betrunken. Jetzt tun Sie doch mal was. Gut, dass wir Sie treffen, Ill. Was wollen Sie denn von mir? Bräuchte noch einige Aufnahmen. Dürfen wir bitte? Lebensmittel, Haushaltsgegenstände, Eisenbahn. Am besten, Sie verkaufen das Beil. Das Beil? Ja, dem Metzger. Geben Sie das Mordinstrument doch mal her, guter Mann. Sie liegen es in der Hand, machen ein nachdenkliches Gesicht. Und Sie, Herr Ill, beugen sich über den Ladentisch und reden dem Metzger gut zu. Ungezwungener, meine Herren. Natürlicher. Dankeschön. Und nochmal. Ja, sehr. Die Sahanassian hat einen neuen! Geh im Koffer, wenn man euch verziert! Ein Leib! Was gibt ein Kindstein für Leib? Herr Schulmeister, wenn wir die Sache wirklich beilegen wollen, darf die Presse nichts verstehen. Kapiert? Ach, ein Halunken wie dir würde man ja überhaupt kein Wort glauben. Eine Packung Marlboro. Bitte, schreib's auf. Selbstverständlich. Offen gesagt, hey, was Sie Klärchen angetan haben, tut nur ein Schuft. Das Beil, Metzger. Sie müssen entschuldigen. Ich hab einige Steinheger probiert, so. Es ist 2 oder 3. In Ordnung. Ich wollte Ihnen helfen, aber man schlug mich nieder. Und auch Sie wollten es nicht. Kämpfen Sie um Ihr Leben, Ill. Setzen Sie sich mit der Presse in Verbindung. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Ich kämpfe nicht mehr. Ich habe eingesehen, dass ich nicht beim Recht bin. Ein Recht? Gegenüber dieser verfluchten alten Dame? Dieser Erzhure, die ihre Männer wechselt vor unseren Augen? Schamlos, die unsere Seelen einsammelt? Ich bin doch schließlich selbst schuld. Schuld? Ich habe Clara zu dem gemacht, was sie ist. Ich bin nüchtern auf einmal. Man wird sie töten. Die Versuchung ist einfach zu groß und unsere Armut zu bitter.
Auch ich werde mitmachen. Ich spüre, wie ich langsam zu einem Mörder werde. Mein Glaube an die Humanität ist machtlos. Und deshalb bin ich ein Säufer geworden. Ich fürchte mich, Ill. So wie auch Sie sich gefürchtet haben. Eine Flasche Steinhäger. Super gespielt, Kinder. Mega ansteigen. Stark aufgehört, Tilly. Danke. Alles neu, modern, wie dies bei uns aussieht. Sauber, appetitlich. So in der Art immer mein Traum. Du spielst Tennis? Habe einige Stunden genommen. Warum ist das wahr? Statt aufs Arbeitsamt zu gehen. Alle von meinen Freundinnen spielen Tennis. Karl, ich habe dich in einem Wagen gesehen von meinem Zimmer aus. Nur an Opel Olympia, die sind nicht so teuer. Wann lernst du fahren? Ich suchte nach meinen Sonntagskleidern, dabei fand ich einen Pelzmantel. Zur Ansicht? Es ist Sonnabend. Ich möchte mit deinem Wagen fahren, Karl. Ein einziges Mal mit unserem Wagen. Du willst? Ja. Zieht eure besten Kleider an, wir wollen gemeinsam fahren. Ich soll auch mitfahren? Das schickt sich doch nicht. Wieso soll sich das nicht schicken? Zieh einen Pelzmantel an, dann wird er eingeweiht bei dieser Gelegenheit. Komm, Karl. Hey, einen Moment bitte. Geht schon mal vor. Bringe ein Gewehr. Das ist geladen. Ich brauch's nicht. Heute Abend ist Gemeindeversammlung im Goldenen Apostel. Im Gemeindesaal. Sie wissen schon. Ja, ich werde da sein. Heißt das, Sie werden sich dem Gemeindeurteil unterziehen? Die Presse wird nämlich auch da. Die Presse? Sie haben den Vorschlag der alten Dame öffentlich bekannt? Nicht direkt. Nur die Eingeweihten werden den wirklichen Sinn dieser Verhandlung verstehen. Dass es um mein Leben geht! Dass Sie sich dem Gemeindeurteil unterziehen, freut mich. Aber wäre es nicht besser, wenn wir die Gemeinde gar nicht erst versammeln lassen müssten? Was meinen Sie? Nun ja, vorhin meinten Sie, Sie würden das Gewehr nicht brauchen. Vielleicht brauchen Sie es jetzt. Ja doch. Schade. Sie verpassen die Chance, sich reinzuwaschen. Ein halbwegs anständiger Mensch zu werden. Aber das kann man von Ihnen ja wirklich nicht erwarten. Mesdames et Messieurs, wir kommen nun zum Höhepunkt des Konzerts, das Sie Ihrem ebenso sympathischen wie gemütlichen Heimatstädtchen abstattet. Zwar ist die berühmte Frau nicht zugegen, doch wird der Bürgermeister in Ihrem Namen eine wichtige Erklärung abgeben. The men gather on the stage for normally only club meetings and role plays of the Kaberstädters take place. C'est l'only game on air, comme les meilleurs vieux de venir. Tout se trouve dans la salle. Ça aussi, c'est une tradition. Feierliche Stimmung, die Spannung außerordentlich. Die Filmwochenschauen sind hergefahren, meine Kollegen vom Fernsehen, Reporter aus aller Welt. Und nun beginnt der Bürgermeister zu reden. Ich heiße die Gemeinde von Göln willkommen und eröffne die Versammlung. Ich habe die Ehre, bekannt geben zu dürfen, dass Frau Claire Zachanassian uns, Güllen, 1 Milliarde Euro schenken will. 500 Millionen verteilt an die Stadt, 500 Millionen verteilt an alle Bürger. Liebe Hörerinnen und Hörer, Agromenes sind Satze. A foundation that makes inhabitants rich overnight and is one of the biggest social experiments of our age. Die Gemeinde ist denn auch wie benommen. Sie lost in more. Ergriffenheit auf allen Gesichtern. Ich gebe dem Lehrer das Wort. Güllner, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass Frau Zachanassian mit dieser Schenkung etwas Bestimmtes erreichen will. Was ist dieses Bestimmte? Will sie uns mit Geld beglücken, mit Gold überhäufen, die Wagner-Werke sanieren, die Platz an der Sonnehütte Bockmann? Ihr wisst, dass dies nicht so ist. Nein, Frau Zachanassian plant Wichtigeres. Für ihre Milliarde will sie Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit. Sie fordert, dass ich unser Gemeinwesen in ein gerechtes verwandle. Diese Forderung lässt uns stutzen. War denn unser Gemeinwesen kein gerechtes? Nie! Der Mond reicht geduldig! Ein Fehlurteil! Gemeinde von Güllen. Dies der bittere Tatbestand. Wir duldeten die Ungerechtigkeit. Ich erkenne nun durchaus die materielle Möglichkeit, die uns die Milliarde bietet. Aber dennoch geht es nicht um Geld. Es geht nicht um Geld, nicht um Reichtum, nicht um Luxus, nicht um Wohlstand, nicht um Wohlleben. Nein, es geht darum, ob wir Gerechtigkeit verwirklichen wollen. Die Freiheit steht auf dem Spiel. Wenn die Nächstenliebe verletzt, das Gesetz die Schwachen zu schützen missachtet, die Ehe beleidigt, ein Gericht getäuscht, eine junge Mutter ins Elend gestoßen wird, nun müssen wir eben in Gottes Namen mit unseren Idealen ernst machen.
blutigen Ernst. Dies, Göllner, bitte ich zu bedenken. Ja, Schurke! The speech of the head teacher showed a more strength, which is sadly not found often. Mutig wurde auf Missstände allgemeiner Art hingewiesen, auf Ungerechtigkeiten, wie sie ja in jeder Gemeinde vorkommen. Überall dort, wo Menschen sind. Ich habe eine Frage an Alfred Ill zu stellen. Und nun die Stimme des Mannes, auf dessen Vorschlag hin die Zachanassian-Stiftung gegründet wurde. Die Stimme Alfred Ills, des Jugendfreundes der Wohltäterin. Werden Sie unseren Entscheid über Annahme oder Ablehnung der Claire-Zachanassian-Stiftung respektieren? Ich respektiere ihn. Hat sonst noch jemand eine Frage an Alfred Ill zu stellen? Herr Pfarrer? Herr Lehrer? Polizeiwachmeister Hanke? Dann schreite ich zur Abstimmung vor. Wer reinen Herzens die Gerechtigkeit fordert, erhebe die Hand. Andächtige Stille im Theatersaal, nichts als ein Meer von erhobenen Händen. Wie eine gewaltige Verschwörung für eine bessere, gerechtere Welt. Nur der alte Mann steht regungslos, vor Freude überwältigt. Sein Ziel ist erreicht, die Stiftung der Frau Zachanassian errichtet. Dann ist es beschlossene Sache. Die Stiftung der Claire Zachanassian ist angenommen. Einstimmig. Nicht des Geldes, sondern der Gerechtigkeit wegen. Denn wir können es nicht dulden, wenn ein Verbrechen unter uns herrscht. Das wir ausrotten müssen. Damit wir selbst nicht Schaden erleiden. Und unsere heiligsten Güter. Oh Gott. Die Herren von Rundfunk, von Film und von der Presse sind zu einem Imbiss eingeladen. Benutzen Sie bitte den Bühnenausgang. Wobei's? Es soll hier geschehen? Natürlich. Ich dachte, es wird bei mir zu Hause passieren. Nein, es passiert genau hier. Ist niemand mehr im Zuschauerraum? Niemand. Mach die Lichter aus. Der Vollmond scheint ins Fenster, das sollte genügen. Bilde deine Gasse. In die Mitte. Fahrrad. Nun, Ill, Ihre schwere Stunde ist gekommen. Eine Zigarette. Eine Zigarette, Herr Bürgermeister. Selbstverständlich. Hier, eine besonders gute. Nun, Ill, wie schon der Prophet Amos bitte sagte... Bitte nicht. Fürchten Sie sich nicht? Nicht mehr sehr. Ich werde für Sie beten. Beten Sie für Göln. Wie schon in der Offenbarung des Johannes verkündet, wird die größte Liebe demjenigen gebühren, der sein Leben für seine Freunde gibt. Gott sei uns gnädig. Der schwarze Panther. Führ mich auf mein Zimmer. Lass die Koffer packen. Wir fahren nach Capri. Bürgermeister? Ja, Madame. Der Scheck. Der Scheck!